Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf dem Marsch. Ne, das wollte ich mitnehmen. Wir holen jetzt ein bisschen Wasser für die Tiere. Der andere fährt immer noch Stroh. Und wir werden uns kümmern uns um die anderen Sachen halt, ne? So, dann können wir den auch vielleicht vorbereiten Richtung Gras mähen. Oder Mais, je nachdem. Für Mais brauchen wir den Verteiler für. Achso, Wasser hier. Da haben wir hier. Achso. Verteiler für Silage und für Hexenblut. Muss ich mal schauen, ob ich den noch hab. Kann nämlich sein, dass ich nicht hab. Wende, Ballentechnik. Ich weiß gar nicht, wo ich hingepackt habe oder hingepackt wurde. Diverses vielleicht? Da ist halt nicht dabei. Geht nämlich darum, dass ich in dem Fall das mal den Mod reinschieben müsste. Entschuldigung. Das wäre dann, wenn da auch nicht, Mähtechnik, nö. Das ist eine gute Frage jetzt, wo könnte das Ding sein? Ladewagen nicht. Diverses. Tierhaltung. Oh ne, Ladewagen. Wäre nicht logisch, ne? Da war es nicht gewesen. Tieflader, Gewicht, Lorries, Transport. Ich vermute, dass ich nichts habe. Die Marke weiß jetzt auch nicht im Kopf. Da muss ich mir nachher schauen. Wo ich ein gutes Stück habe oder reingelegt habe, beziehungsweise die Seetechnik, krasse Ecken, nicht Tiefenlockerer, Pflanzenschutz, Güllefässer, Wände, Schiebestelle. Ja, gut, da ist es. Das Teil brauche ich und das andere da mit der Forst, Güllefässer. Transport, Forst, Forst, Forst. Und das Ding habe ich. Okay. Dann haben wir alles. Und dann brauchen wir noch Traktor brauchen wir glaube ich keinen. Dann nehmen wir den anderen. Ein Radlader. Ich glaube brauchen wir nicht. Alles können wir noch entscheiden. Jo! Hatte ich hier eigentlich schon einen Wasserbehälter? Glaube nicht. Ich hatte hier keinen Wasserbehälter. Dann werde ich den Wasserbehälter drüben aufstellen, falls wir das mit anderen Wasserhahn nicht hinkriegen. Weil hier brauchen wir nämlich keinen. Dann stellen wir da drüben hin. So ein Wassertank. Ja, dann werden wir. Ja, Mais rückt näher, aber nicht heute. Dann werde ich den Wasserbehälter einfach da hinstellen, irgendwo beim Stall, oben an der Spitze, am Rand, hier oben irgendwo, ne, Wasserbehälter, diverses oder hier bei Tiere, ja auch nicht bei.
Gebäude. Silos, diverses. Weil im Grunde ist es egal. Es muss nur so sein, dass wir nicht im Weg stehen, ne? Dass wir nicht beim Rückwärtsfahren Probleme haben. Der Hahn ist da vorne. Aber da auch. Das dürfte eigentlich klappen. Gut. Da haben wir schon mal Wasserbehälter, ne? Wenn das andere nicht klappen sollte mit dem Wasserhahn, dann ist es hier aufmachen, ne? Das war ja hier. Geht nur, wenn es auf ist. Ist ja eigentlich logisch, ne? Eigentlich müsste man da dahin fahren, wo die auch Futter abkippen kann. Anders kann ich nicht erkennen. Trocken so kann ich nicht erkennen. Und dann da müsste man auch den blauen Hahn hängen können. Also symbolisch. Aber mehr geht ja nicht, ne? Ich denke mal, das reicht. So. Achso, mal an, aus. Das sollte eigentlich reichen. Aber mal schauen, ne? Ja, da wieder Takt eingestellt. Da war das wieder. Da geht Wasser hinzukippen. Mhm. Dann müssen wir schauen, ob wir die Pumpe hier umbauen können. Weil ich möchte nicht dauernd mit Wasser fahren, weil, ne? Ach, kann nicht im Ladebereich. Ach so. Ah. So. Dann muss ich hier vorne hinbauen. So möglichst optisch gesehen am Rand. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier funktioniert. Das Problem ist nur, das kann man nur einmal hinrichten. Beim zweiten Mal hast du Pech. Dann muss man entsprechend Anführungszeichen den Stall oder den Mod vorher runternehmen und wieder aufnehmen. Aber dann muss ich an der Stelle auch machen, will ich auch nicht. Eigentlich gar nicht. Naja, läuft schon mal, ne? Das ist nicht season. Dann Stall Nummer 1. Ja, gut, Wasser funktioniert. Das ist gut. Das ist Hauptsache es funktioniert, alles andere ist egal. Weil das sieht mir innen drinne so bescheiden aus. Gewisse Dinge muss man nicht verstehen. Aber der Stall hat keinen Trocken in dem Sinne, sondern nur ein Trigger, wo man das abkippen kann, ne? Und der Regen, ja, Enter. Gut. Jetzt haben die auch Futter und Wasser. Aber ich wollte mal sehen, was ich hier reinkippen kann, ne? Ich habe ja hier jetzt den Hänger voll gemacht. Aber war es ja nicht so schlimm.
Das ist ja notfalls auch für die Kühe. Wir nehmen es auch. Dann kann ich den Wasserbehälter wieder verkaufen. Einer, der mich im Weg steht. Auf Dauer. So ein Futterautomat wäre nicht schlecht, wenn man so ein Silo und ein automatisches Futter gegeben wird. Tja, war alles. So, das wäre jetzt Wasser. Stall Nummer 2 bauen. Jo, schon dabei sind, ne? Das ist dann nur größer, das ist das Problem. Das ist ein bisschen ungünstig, ne? Hier muss man die Flucht gucken, dass es einigermaßen passt. Dass die nicht alle. Soweit. Ah, das passt schon so. Passt. Unsere Stallanlage für unsere Ferkel. So, lassen Sie mal hier stehen. Jetzt holen wir ein paar Schweine holen, ne? Die müssen so geholt werden. Ups. Und dann ist auch meine heutige Aufnahmereihenfolge immer beendet. Und dann geht entsprechend nächsten Tage weitere Folgen, aber auch gleich für die Zeit, wo ich arbeite. Im Normalfall nehme ich ja Freitag die Folgen auf, lade die am Samstag hoch und am Sonntag mache ich die Touring-Karte fertig. So ist es meistens gedacht. Meistens. So, den nächsten Ferkel. Und nehmen wir ganz stark an, dass jetzt bald noch mehr kommen, ne? Dann können wir hier entsprechend die ersten anfangen, im ersten Stall verkaufen, dann können wir gleich den zweiten rüber. Boah, da können wir aber fahren, du. Viermal. Pro Stall. Minimum. Und zum Schluss fahren wir in den nächsten vier. Da sind wir. Also eine fällt ein bisschen aus der Reihe. Aber das ist nicht so schlimm. Solange die über Straße ist, ist alles okay. Ja. Ja. Ich sollte mal hinkriegen, dass die Geräusche machen, ne? Aber gut, dass die keine Geräusche machen und sie Futter kriegen. Das ist nämlich. Da bist taub. Die erste Fuhre, mal sehen, was wir noch kriegen. Ich glaube, wir können locker drei Fuhren herfahren. Die jetzt kannst du jeden Tag in der Schweine fahren, weil die sich dauernd vermehrt. Boah, dann muss ich die Muttertiere ein bisschen reduzieren.
sonst kriegen wir hier ein zu viel. Ich weiß noch, da haben sie früher auch immer die Tiere im Prinzip. Das war ja auch geplant. Also wenn jetzt die ersten Fälle kamen und wurden umgestaltet, dann musste das schon, da stand schon mehr oder weniger fest, wann die weg mussten, weil die sonst keinen Platz hatten. Ne? Das ist dann ein Problem. Wahnsinn, Zeit vergeht auch wieder schnell. Das ist der Wahnsinn. Das machen wir noch immer, ne? Also die Schuhe fahren wir noch. Das heißt, im Sommer. Naja, mal gucken, wann die ersten wieder kriegen. Die kriegen ja alle Vierteljahr ihre Ferkel. Da müssen wir die Sau reduzieren, das ist so viel. Das ist so viel, das schaffen wir ja gar nicht. Dann müssen wir noch einen Schweinebauer einstellen hier. So, ich mache noch leer und dann brauche ich eine Pause. Bearbeiten wir die auch noch ein bisschen. Und mal sehen, vielleicht mache ich heute noch Blutmond. Bestätigen, so. Das habe ich jetzt an Schwein drin. 42. Schau mal, eine Fuhr haben wir noch, glaube ich mal. Dann haben wir eine Weile Ruhe. Beziehungsweise. Jo, die machen wir auch leer, du. Schweine, Schweine, Schweine. Also. Schade, dass sie alle so groß aussehen. Ne? Das sind wir nicht. Das sind nicht in der Reihe. Dass es nicht klappte, dass sie entsprechend die Größe nach dem Alter, ne? Das wäre nicht schlecht, wenn man das erkennen könnte. Aber wie gesagt, ein Saunenstall ist auch anders geplant, ne? Da sind die Tiere auch für sich alleine, also das ist keine Gemeinschafts... Noch ein Hänger voll. So, aber das reicht für heute. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Sag mal tschüss und wegen Winkel, ciao. Ja, man hört und sieht sich dann zur nächsten Folge, denke ich mal, ne? Tschüss.